Na, mal gucken, wo das jetzt enden wird. Ist das der, ich glaube, der ist es? Ja, ist es. Wollen wir jetzt nach Hause? Dazu muss ich einmal... Geh zu Malerbedarf Bellini. Dazu muss ich einmal erklären. Ich kenne seinen Namen hier nicht. Problem ist, ich kenne ihn von einer Fernsehserie. Und es kann passieren, dass ich ihn öfter nach der Fernsehserie nennen werde, weil ich seinen Namen nicht kenne oder nicht lernen kann oder wie auch immer. Das wird interessant. Na kommt, ich weiche euch aus. Dem alten Herrn muss ich nicht umrennen. Was kann ich da lesen? Techedikt. Geheimnisse von Androiden. Was? Geheimnisse von Androiden. Wie CyberLife seine Androiden für das Leben mit den Menschen gestaltet. Androiden zu gestalten, die von Menschen akzeptiert werden, war eine große Herausforderung für CyberLife. Jason Gruff, Leiter der Humanisierungsabteilung der CyberLife, enthüllte in unserem letzten Interview einige seiner Designgeheimnisse. Die ersten Androiden waren perfekt. Sie hatten perfekte Gesichter, eine perfekte Mimik und wir erkannten früh, dass sie etwas Verstörendes an sich hatten, was den Leuten ein unbehagliches Gefühl machte. CyberLife hat seine Maschinen menschlicher gestaltet, damit sie in unsere Häuser kommen und neue Familienmitglieder werden konnten. Sie schufen Androiden beiderlei Geschlechts und sämtlicher Ethnien, analysierte tausende von Stimmen und den angenehmen Klang zu finden, um den angenehmen Klang zu finden. Das realistische Blinzeln wurde perfektioniert, obwohl völlig unnötig, zusammen mit Atmung, Gesichtsbehaarung und vielen menschlichen Eigenschaften. Diese perfekte Simulation des Menschen ist bis ins Detail, die Androiden nicht benötigen, ist das Geheimnis hinter CyberLife sein Erfolg. Ja, aber das macht sie menschlich und dadurch haben die Menschen weniger Angst vor ihnen. Green Earth, Klimawandel. Ach, es beschäftigt sie also immer noch in 2038. Na, das kann ja witzig werden. Wie die Umwelt die amerikanische Gesellschaft verändert. Eine aktuelle US-Studie hat herausgefunden, dass mit dem Ansteigen des Meeresspiegels und der Klimaveränderung mehr und mehr Wetterextreme einhergehen. Ach, was. Und die reichen Amerika einst blühende Küstenstädte verlassen. Immobilien in der Küste ehemaligen Top-Locations wie Miami und Los Angeles erleben eine Angstflucht, denn die wohlhabenden Anwohner ziehen Besitz weiter in Inland und in größeren Höhe vor. Was treibt die Preise in der ländlichen Gegend nach oben und in ehemaligen begehrten Vierteln fallen sie in den Keller? Dies mag nach einer Gelegenheit für ärmere Amerikaner klingen, einen neuen Lifestyle zu genießen, doch die Realität sieht weniger attraktiv aus. Küstenregionen sind nicht nur regelmäßig Hochwasser, Hurricanes und anderem Extremwetter ausgesetzt, sie leiden auch unter einer Stadtflucht. Ah! Alle Dienste und Einrichtungen folgen den reichen Kunden in die neue Gebiete. Arnold Waters, Spezialist für Stadtentwicklung, nennt dies den Donut-Effekt, bei dem die ehemaligen Zentren der Küstenstädte ausgehöhlt werden. Die Statistik ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie sich die Klimaveränderung auf die amerikanische Gesellschaft auswirkt. Nicht nur Amerika, auch weltweit. Sie verändert nicht nur das Aussehen der Umwelt, sondern auch das soziale Gefüge unserer Nation. Ja, kaum zu glauben, aber wahr. Es existiert immer noch anscheinend. Können wir eigentlich rennen? Nein, wir können nicht rennen. Okay. Ach, die können doch rennen. Joggen zumindest. Hey, Wasser. Bist du freundlich? Halte die rechte Maustaste gedrückt, um das GPS zu benutzen.
Okay. Entschuldigung. Hier sind viel zu viele Roboter unterwegs. Hear my music. $1 to hear music with soul. Aber irgendjemand singt hier und er war es nicht. Okay, wir müssen noch ein Stückchen geradeaus gehen. Die Einkaufsstraße sieht irgendwie cool aus. Oh. Paints. Oh, wir sind hier. Okay. Das ist kompliziert. Hallo. Ich weiß nicht, was wir wollen. Identifikation bestätigt. Das ist sehr schön. Wie ist unser Name? Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Und womit zahlen wir? Mit digitaler Währung? Bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Anscheinend. Okay, tschüss. War schön mit Ihnen. Was soll ich jetzt tun? Zurückgehen. Oh, guck mal, da steht ein Polizeiauto. Ich hasse die Kameradrehungen. Das irritiert total. Muss man total aufpassen, was man dann drückt. Oh, Armut existiert wohl auch immer noch. Dem Mann zu urteilen. Schönen guten Tag, die Officer. Hi. Sie sind auch kein Mensch. Richtig? Ja. Sie auch? Ah, sehe ich nicht. Zum Bus geht es nicht hier entlang. Wo ist denn der Bus? Warte, wie benutzen wir nochmal GPS? Ah, so. Aber ihr wolltet es doch vorher haben. Warum jetzt nicht mehr? Eigentlich steigt man vorne ein. Egal. Mal gucken, wo wir landen. Endlich weiß ich seinen Namen. Markus heißt er. Wie gesagt, es kann passieren, dass ich ihn zwischendurch so nenne wie in der Serie. Nicht wundern. Immer noch 5. November. Oh, in einem Armviertel. Ah, aber mit Kara, wie auch immer. Wunderschönes Haus, das braucht nur einen Anstrich.
Olga Todd. Jupp, machen wir. Kommst du? Ja, ich komme. Alles gut. Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fange unten an, mach dann oben weiter. Na toll, nach 2 Wochen sieht's schon so aus. Ja, das ist ja super. Okay. Gibt jede Menge zu tun. Fernseher an. Nimm den Mülleimer. Okay. Das sollte ja nicht allzu schwer sein, oder? Ja. Vielleicht. Warum kann er nicht selbst aufräumen? Ich verstehe das nicht. Aber es gibt ja Menschen, die leider aus Gründen, wie auch immer, nicht dazu fähig sind. Das ist leider so. Bring ich dir morgen. So, müssen wir hier aufräumen? Nein. Ja, klar. Wo noch? Da. Okay. Du weißt wo. Gut. Oh, du hast aber schnell den Müllsack gewechselt und gleich zwei. Er hat sich gleich vermehrt. Was ist das? Oh, er wurde mehrfach irgendwo nicht angenommen, oder sie. Nein. Ja, komm bitte auf uns zu. Dankeschön. Wir sind die Putzfrau vom Dienst. Was ist hier unsere Aufgabe? Da ist der Bus. Richtung Downtown. Okay. Steigt jemand aus? Würde mich sehr wundern. Das stört mich immer so an amerikanischen Häusern, dass man immer so schnell reinkommt. Erstatte Todd Bericht. Mädel, geht's dir gut? Also da stimmt eindeutig was nicht, dass sie sich unterm Tisch versteckt. Alles okay. So ein spannender Sport. Nicht. Entschuldigung, aber... Todd... Todd? Todd? Rauchst du etwa was anderes als normale Zigaretten? So eine Nervensäge, Mann. Das Mädchen ist eine Nervensäge. Okay, dann müssen wir erst noch irgendwas anderes machen. Irgendwas fehlt. Spülmaschine funktioniert nicht. Fehlende Komponente. Haben wir bestellt. Fantastisch. Gut, dass wir das können. Spülen auch? Hey Mädel, du kannst uns helfen. Ich kenne deinen Namen noch nicht. Aber erstmal müssen wir das auf dem Tisch aufräumen. Geh aus dem Weg, verdammt nochmal! Ja. Todd, kommt nicht wieder vor. Na toll, müssen wir außen rum. Läuft.
So, das ist auch mal eben aufgeräumt. Das ist eindeutig irgendetwas Heftigeres, was er da raucht. Das balancierst du aber gefährlich, Mädel. Wer redet da? Wer sagt ständig, dass Mädel seine Nervensäge? Okay, das klappt schon mal. Müssen wir das jetzt 10.000 Mal machen, bis wir es endlich haben? Oder macht sie es jetzt automatisch? Mädel, du kannst mir immer noch helfen. Komm. Hi, Alice. Nö. Okay. Wie lange stand das schon rum, dass es so verkrustet ist? Kara! Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier! Sofort. Oh, Mann. Du hast selbst zwei gesunde Beine. Du musst nur ein Stück nach... musst nur von der Couch aufstehen und ein Stück nach hinten gehen. Arschloch. Bitteschön. Sind wir hier soweit durch? Da hinten ist noch was zu erledigen. Und hier. Wie süß, wie ein altes Ehepaar. So ungefähr. Hallo und herzlich willkommen, Magix Pingas. Wenn das falsch ausgesprochen ist, tut mir das leid. Okay. Einmal Wäsche abnehmen, bitte. Hi, Kleines. Sie hält noch nicht viel von uns. Aber sie folgt uns schon mal überall hin. Das ist nicht so schlecht. Sie hat Interesse an uns. Hier ist jetzt doch nichts mehr? Hier war doch gerade noch was. Ja, guten Tag, Alice. Ist dir langweilig? Möchtest du was spielen? Ah, es ist unschlüssig. Spielst du gerne draußen? Das war noch nix. Wir haben gleich den Waschkeller gefunden. Hervorragend. Es hing doch draußen. Warum muss es denn jetzt in den Trockner noch? Das macht total keinen Sinn. Ach, das soll... Ah, das soll gewaschen werden. Als Schlange draußen hing? Was da... Seine Drogen? Red Eyes. Ja, das ist kein gutes Zeug. Oh! Fass bloß mein Zeug nicht an. Ich wollte nur waschen. Das regt mich auf. Tut mir leid, Todd.
Du hältst dich aus meinen Sachen raus, oder ich werde sehr wütend. Wenn man deine Wäsche macht, dann kommt das schon mal vor, dass man deine Sachen anfassen muss. Er ist auch schon wieder high. Hi, Kleines. Oh, ich will dann gar nicht wissen, wie es bei denen alleine abgeht. Also, wenn keiner dabei wäre. Ja, das stand zumindest, woraus es besteht. Aber ich glaube nicht wirklich, dass es ein Rezept zum Selbermachen ist. Ich hoffe es. So, was können wir hier noch tun? Ja, Kara. Kara, wie auch immer. Da hinten ist noch was. Hey, Kleines. Was machst du da? Versuchst du zu lesen? All Sports. Androiden-Power. Ach nee, komm, ich will jetzt nicht lesen. Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Wenn wir Bericht erstatten, ist es falsch. Und wenn wir nichts sagen, ist es auch falsch. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, das haben wir uns schon angeguckt. Kara, geh doch bitte nach oben. Nach oben. Müssen wir uns das angucken? Nicht, dass es gleich wieder Ärger gibt. Mädel, beweg dich doch bitte. Ah! Ich kann nach oben gehen. Wow! So, was ist hier zu erledigen? Mehrere Sachen gleich. Todd sein Zimmer, okay. Das ist was? Nee, wenn wir den Fernseher anschalten, gibt's nur Ärger. Na komm, wir lüften mal. Wenn wir den Fernseher, wenn wir nicht anschalten, das gibt nur Ärger. Ah, das Bett machen. Das ging aber schnell mit einem Handgriff. Du bist gut, Mädel. Was war denn das mit deinem, Dingster? Na toll. Antidepressiva und dann nimmt er... ...noch Drogen? Und, hat eine Knarre neben dem Bett. Da könnte man jetzt sagen, typisch Amerikaner, aber ich glaube das nicht. Schon wieder. Möchte ich nicht lesen, danke. So, ist hier noch was zu erledigen? Ja. Oh cool, er hat eine Gitarre. Eine E, wie es aussieht. Was ist das? Wir machen nichts, was uns irgendwie Ärger verschaffen könnte. So. Weg da.
stand dir doch nicht mal im Weg. Ist es gut, dass wir keine Nase haben, also nichts sehen können? Nichts sehen können. Nichts riechen können, meine ich. Dass wir nichts sehen können. Ja, wir sehen mit der Nase. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Dürfen wir das, Alice? Oh, wie es aussieht, sind wir auch schnell fertig, okay? Wir stören nicht lange. Du könntest uns ja helfen. Alice im Wunderland. Natürlich. Passt ja auch. Lass es besser zu. Wir wollen die Besitzerin ja nicht verärgern, ja? Ich wollte eigentlich erst lüften, aber okay, dann machen wir erst das Bett. Sie spielt wieder mit ihrem Fuchs. So süß. Ja, ich möchte lüften. Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste, deswegen funktioniert es nicht. Jetzt macht's Sinn. So, war's das? Nein. Du liest wohl gerne. Ja, aber die Bücher sind so hoch, dass sie gar nicht drankommt. Na, du musst nicht ständig über das Buch klettern. Wirklich nicht. Komm. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gern hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Komm, dann können wir dir was Schönes kochen. Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Das war total blöd. Was hat sie mir da gegeben? Ein Schlüssel. Für die Kiste. Was da wohl drin ist? Nee, komm, du musst jetzt nicht wieder übers Buch steigen. Frühsport mit Androiden. Das sieht nach ihrer Mutter aus, richtig? Das nicht. Das ist ein vierblättriges Kleeblatt, das sieht man. Das meinte ich. Oh, ist sie süß, die Kleine. Aber warum ist sie da denn blond? Und jetzt ist sie dunkelhaarig. Ja, genau, das Buch aufzuräumen wäre zu einfach. Er hat mich kaputt gemacht, richtig? Er war es. Sie hat das extra für uns hingelegt gehabt. Da er den Schlüssel nicht hat, kann er es nicht finden. Schließ ab, Kara, schließ ab! Was?
Tschüss. Sonst gibt es hier nichts mehr zu tun. Nein. Gibt's hier irgendwas? Geh doch bitte erst rein. Ja. Wäsche. Mal wieder. Wir haben ja gerade was angestellt gehabt. Wische den Boden. Ja, ich hab's gerade gesehen. Was ist das denn für ein Wischer? Das ist ja süß. Ups, falsche Taste. Das machst du aber schön. So, jetzt müssten wir aber fertig sein, richtig? Jupp. Frage Tocht nach neuen Anweisungen. Okay. Machen wir. Wenn wir hier durch sind. Bitte einmal da. What's happening now? Spielen. Ich spiele. Du spielst. Er ist völlig high, ich weiß, richtig? Was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Solange sie davon nichts erfährt, denkt sie das auch nicht. Versucht. Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hast mich. Nee, sie hat gerade nur du Angst vor dir. Mich, oder? Sag es! Du hast mich! Gott, was mache ich denn? Ja, genau, was machst du da? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Ja, die Kleine ist sich da nicht so sicher. Und wir haben Dinge gesehen, die wir nicht sehen sollten, richtig? Ja. Eine Aufgabe machen wir noch, also so einen Verlauf da. Und dann machen wir für heute Schluss. Zu 89% abgeschlossen. Ja, wahrscheinlich sind das die Dinge, die ich nicht gemacht habe. Also irgendwie sich umgeschaut oder so.